Ich würde es übertreiben. Ja. Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Ich glaube, das Intro kannte ich noch überhaupt nicht. Sandra und die Klassenarbeit. Dann musst du bei Hishit das Essen machen. Hallo, Sandra. Das ist heute das 5. Mal in der Woche, dass du zu spät kommst. Was hast du dazu zu sagen? Ich wollte es jeden Tag zu spät gekommen. Verspreche jetzt, diese Woche wird es nicht wieder vorkommen. Hm. Das glaube ich auch. Also das ist jetzt... Das ist die Wahrheit, Sandra, war mal schlau. Da hast du recht, ja. Setz dich. Ja, was willst du bei so einer Antwort echt noch sagen? Echt, was willst du da noch sagen als Lehrer? Also. So, nochmal. Seit wann hat Sandra einen Klassenkamerad? Das ist ja was ganz Neues. Ja gut, es gab ja noch den Nöjungen, der kommt auch viel später erst. Ach, guten Morgen, liebe Klasse. Moin. Guten Morgen, Herrn Kackbratz. Heute habe ich... Hört man nicht, Herr Genital? ...eine kleine Überraschung für euch. Schuhfrei? Nein, das leider nicht, Sandra. Schuhfrei? Nein, es geht eher in die andere Richtung. Freischul? Nein, ich meinte mit Überraschung eher das Gegenteil. Denn heute schreiben wir einen kleinen Überraschungstest. Das ist aber dann nicht für die Schüler überraschend. Okay, es ist wirklich überraschend, weil es überraschend kommt, aber es ist keine schöne Überraschung. Nein, das war in meiner Zeit auch nie eine schöne Überraschung. Kann ich euch sagen. Ja, kein Konfetti, keine Luftballons. Also die Überraschung ist Ihnen nicht gelungen, Herr Kackbratz. Meine Worte. Sandra, gerade du wirst dich gleich noch mehr freuen, denn wir schreiben... Doch noch schulfrei? Nein. Ach, Sandra, du verstehst das einfach mit meiner Ironie nicht. Ja, das ist auch voll schwer. Seit wann sind Lehrer ironisch? Ja, anderes Thema. Also, Herr Kackbratz, Sie hatten doch bestimmt schon wahnsinnig viele Frauen im Bett, oder so? Also, was fällt dir ein? So was kannst du doch einen Lehrer nicht fragen. Check die Lage, ganz cool, ganz cool. Das war nur ein Test, ob ich auch Ironie kann. Und? Ja, war ja. Richtig? Kann ich Ironie? Also, das ist ja wohl mal, du hast es verstanden. Boah, ey, ich bin so gut, ey. Ja, wenigstens das Ganze. Ich bin voll der schlaue Mensch. Hm. Ich meine, Sandra, hör bitte auf, ironisch zu reden, ja? Der war gut. Der war gut. Ich scheiß mir ein, Alter. Sandra, sicherlich wirst du gleich etwas Angst bekommen, denn wir schreiben den Kurztest in einem Fach, das du nicht besonders magst. Mathe. Ja, Mathe, Deutsch, HU, Englisch, Religion, Musik, Kunstgeschichte, Philosophie, Chemie. Ja, die sind ja dann alle. Gut, was ist mit Kochen? Und, also Hauswirtschaft und Werken. Gut, Werken geht's gar bloß bis zur 6. Klasse. Also bei uns war es bloß bis zur 6. und danach darfst du dir nicht mehr in Werkunterricht die Finger absägen. Zum Schade. Thema Allgemeinwissen. So, ich will... Was? Bitte war das? Kein Mucks hören während der Klassenarbeit. Ihr dürft die Zettel jetzt umdrehen. Viel Glück. Der hat einfach mal gar nichts zu sagen, Alter. Für was ist denn der Klasse? Na gut, zum Lernen. Das ist so richtiger... Nee, Streber würde ja dauernd was sagen. Hm. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Ich glaube, wo war denn das? Ja, irgendwo. Hat es ja hinaus gemacht und dann, mein Blatt ist leer. Herr Kackbratz, bei mir steht nichts drauf. Dreh den Zettel so um, Sandra. Und dann ist jetzt bestimmt alles falsch rum. Ah, die dreht's gleich richtig rum. Boah, ey, ist das schwer, ey. Krieg ich doch nie hin. Aber mein Nachbar, der kann mir doch bestimmt helfen. Ja, so versuche ich auch, um Aufmerksamkeit zu erregen. Lehrer das nicht mitkriegt. Hat man früher nicht auch so Briefe in der Schule geschrieben, gefalten und dann rübergeschmissen? Heutzutage schreibt man einfach nur noch mit dem Handy in der Schule und schmeißt das Handy entgegen. Ich würde es übertreiben. Ja, ich hab's nicht anders gemacht.
frage nicht. Wie heißt die neue Single von Waititi? Wieso ist das in der Klassenarbeit dran? Halt dein Maul. Du kannst mir gerne helfen. Hatte doch gerade. Das Lied war nice. Dein Maul. Alter, ich kann auch nichts dafür, dass er sich für mich entschieden hat und nicht für dich. Und helf mir, wie heißt die neue... Halt dein Maul, halt dein Maul. Wieso sollte Sascha sich für den entscheiden? Gut. Kann möglich sein, stimmt. Halt, stopp! Ich fühle mich gemobbt! Halt, stopp! Ich fühle mich gemobbt! Halt, stopp! Ich fühle mich gemobbt! Sandra, hör bitte auf, deinen Nachbarn zu stören, ja? Arbeite für dich und beantworte die Fragen, die du weißt, ja? Okay, chill, Baby, ganz ruhig. Du bekommst das schon irgendwie hin. Also, die zweite Frage. Welche Sprache sprechen die Leute auf Mallorca? Ja, der kann ja nur mallorcanisch sein. Ich wusste, dass sowas kommt, mallorcanisch. Heiligen noch nennen. Ja. Was ist denn mit Hawaii? Hawaiianisch oder was? Das hört sich sogar gut an. Oh, was weiß ich, Langnese, Möwenpick und Calippo. Boah, das ist sowieso wieder falsch, ey. Der Lehrer, ne? Was guckt der mich eigentlich so dumm an? Ich hasse dieses Mädchen. Ja? Ich hasse sie so unglaublich. Ich glaube, so geht's jedem Lehrer. Frag mal Hecki die Tal. Doll. Ich glaube, eigentlich mag Herr Kackbratz mich ganz gerne. Ich glaube, er kann das nur noch nicht so zeigen. Ich werde es mit dem Messer machen. Gott, oh. Ganz langsam. Oh Gott, wie ich sie hasse. Ich glaube, ich werde ihn mal zum Essen einladen. Chicken Nuggets. Ja gut, hat aber Messer nebenbei Nuggets nicht. Mit Süß-Sauersoße so, ein bisschen Fischstäbchen so. So, dann legt eure Stifte bitte weg. Die Zeit ist um. Oh Mann. Oh, Kacke, ey. Jetzt bin ich doch mal so blöd an während der Arbeit. Also was? Nee, hat sie recht. Ja. Sandra, ja. Eigentlich müsste ich dir sofort eine 6 geben, denn ich habe beobachtet, wie du bei Ronny abgeschrieben hast. Du heißt Ronny? Ja. Ich weiß nicht, wie er Klassenkamerad ist. Das tut mir leid. Du kannst nicht einfach abschreiben. Was? Er hat mir halt dein Maul gesagt. Ja, das war die Antwort auf Frage 1. Was, echt? Ja. Aber wenn du nichts an bist, woher willst du das dann wissen, ja? Dann denkst du wirklich, dein Nachbar sagt ja halt Maul. Ich habe irgendwo hingeschrieben, Herr Kackbrand hat einfach deine dumme Fresse. Ist das zufällig auch eine Antwort auf irgendeine Frage? Es reicht. Ich werde jetzt den Direktor anrufen und der hat sicherlich auch eine ganz besondere Überraschung für dich. Schuhfrei? Schulfrei, Alter. Scheiß mich ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert. Die sind verabschiedet. Und bin damit raus.